Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute, da geht es um Adapter, gute Festplatten und weiteres Zubehör für die M1 Macs. Und viele von euch, die haben mir geschrieben und gefragt, welche Adapter kann ich denn empfehlen? Und gerade dadurch, dass Apple jetzt ein bisschen sparsamer geworden ist, was die neuen Thunderbolt 3 Anschlüsse an den M1 Macs betrifft, da gibt es natürlich riesigen Bedarf an Thunderbolt Adaptern, die mehr als 3 Anschlüsse bieten. Aber auch bei den normalen Thunderbolt Docs, da gibt es riesige Unterschiede und wir versuchen heute mal mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Also los geht's. Am Anfang, da gibt es jetzt ein schönes Produkt mit einer richtig guten Idee dahinter. Entstanden ist das Ganze in einem Crowdfunding-Projekt und ich will euch hier mal die Dogging Station der Firma DogCase vorstellen. Aber ganz wichtig, ich bekomme dafür kein Geld. Ich finde wirklich nur die Idee dahinter genial. Hier hast du eine Tasche und die Dogging Station miteinander vereint. Alle M1 13 Zoll Geräte vom MacBook Pro bis zum Air, die passen in diese Tasche, aber auch das iPad Pro 12.9, das in diesem Konzept Platz finden. Du findest hier alle nötigen Anschlüsse, wie zum Beispiel WLAN, USB-C, HDMI und sogar ein E-Card Reader ist mit dabei. Geile Idee, wie ich finde, nur nicht ganz billig. Etwa 100 Euro musst du schon direkt in die Hand nehmen, aber ich denke langfristig, da hast du mit diesem Produkt riesen viel Spaß. Für den Mac Mini, da gibt es hier ebenfalls sehr gute Produkte, die unwahrscheinlich gut durchdacht sind. Zum einen, da gibt es den USB-C-Hub, in dem man ganz einfach noch eine SSD-Festplatte einbauen kann. Ein gutes Konzept, wie ich finde, einfach den Mac Mini raufstellen und gut sieht's auch noch aus. Ein Riesenvorteil, wie ich finde, dass jetzt alle wichtigen Anschlüsse direkt vorn erreichbar sind und man übersichtlich alles anschließen kann. Beim nächsten Produkt, da handelt es sich um eine ähnliche Variante, nur ohne die Möglichkeit des Festplatteneinbaus. Dafür aber mit integrierter Lüftung. Die ist zwar kaum für den Mac Mini M1 notwendig, ist halt mit dabei. Anschlüsse, die sind hier reichlich vorhanden, alles dabei, vom SD-Card Reader bis hin zu USB-C-Anschlüssen. Und preislich, da liegen diese Produkte, so wie ich finde, im fairen Preis-Leistungs-Verhältnis zwischen 70 und 90 Euro, je nach Dollarkurs. Die natürlich meistgestellte Frage, welche Adapter bieten mir mehr Thunderbolt-Anschlüsse? Denn wenn ich an meinen M1 Mac, sagen wir mal, einen Monitor und ein normales USB-C-Dock anschließe, dann bleibt kein Anschluss mehr übrig für eine Thunderbolt-Festplatte oder andere Einsatzmöglichkeiten. Und hier, da habe ich auch erstmal lange suchen müssen, bis ich wirklich gute Ergebnisse gefunden habe. Ich persönlich, ich habe mir jetzt das Belkin Thunderbolt 3 Dock Pro bestellt. Erstens habe ich hier 2 Thunderbolt-Anschlüsse dabei, was im Endeffekt bedeutet, dass ich 3-mal Thunderbolt am Mac zur Verfügung stehen habe. Und das reicht für meine Ansprüche erstmal allemal. Kaum zu glauben, aber wirklich wahr, denn ganz wichtig sind natürlich auch die Kabel, die ihr benutzt, um die Thunderbolt 3 Geräte zu betreiben. Da gibt es ebenfalls Unterschiede in der Übertragungsgeschwindigkeit und wichtig ist natürlich, dass ihr wirklich auf die maximale Übertragungsgeschwindigkeit kommt und diese komplett ausnutzt. Wer noch mehr Thunderbolt 3 Anschlüsse benötigt, der muss wirklich leider sehr lange suchen. Und ich persönlich bin jetzt bei diesem OVC Adapter gelandet. Mit externem Netzanschluss bietet er dir bis zu 3 Thunderbolt Anschlüsse zum fairen Preis-Leistungs-Verhältnis, nämlich für 150 Euro zuzüglich Versand. Leider habe ich den noch nicht auf deutschen Seiten entdeckt, nur erstmal hier in diesem englischen Shop. Und den Link hierfür gibt es natürlich in meiner Videobeschreibung und gleichzeitig noch ein Videolink zum Kanal MaxTech, der hier diesen Adapter nochmal sehr ausführlich beschreibt und auch in technische Details geht. Bei den normalen Adaptern, da gibt es natürlich noch mehr Möglichkeiten auszuwählen, aber auch hier ist es wichtig zu wissen, was brauche ich? Nur USB oder SD-Kartenadapter oder dann doch lieber gleich alles? Denn 2 Möglichkeiten, die kann ich euch hier vorschlagen. Und einmal ist das der Fitford USB-C Adapter, den ich ebenfalls schon seit circa einem Jahr selbst nutze. Und hier hast du wirklich alles dabei. 2 Monitorports, USB-C
Anschlüsse, SD-Card-Reader, Netzwerkanschluss und sogar 3,5 mm Klinke oder dann vielleicht doch etwas formschöner bei diesem relativ kleinen Hub. Aber hier ist natürlich der große Nachteil, dass du mit diesem Adapter alle beiden Thunderbolt-Anschlüsse deines Macs belegt hast. Aber in puncto Stabilität am Mac, da ist er natürlich attraktiver. Und je nachdem, wie deine Ansprüche sind, kannst du natürlich selbst auswählen. Den kleinen Hub, den gibt es für ca. 30 Euro und den großen Fitford-Adapter, den erhältst du schon ab ca. 50 Euro. Zum Thema SSD und Thunderbolt-Festplatten, da gibt es natürlich ebenfalls Angebote wie Sand am Meer, aber der Kracher unter den externen Festplatten ist, wie ich finde, die Samsung PB1T mit 1 Terabyte Speicher, 2300 MBS beim Datenschreiben, 2800 MBS beim Lesen und damit kommt die Samsung sehr dicht an die Geschwindigkeit von den intern verbauten Festplatten des M1 ran. Nachteil, verdammt schnell, ist natürlich auch verdammt teuer. Puh. 1 Terabyte gibt es hier für 300 Euro und mit 2 Terabyte musst du ca. 470 Euro einkalkulieren. Günstiger geht es natürlich dann auch, aber auch etwas langsamer mit mehr Speicherkapazität von bis zu 5 Terabyte. Da kannst du aber auch die LASI Thunderbolt Festplatte richten. 2 Terabyte gibt es hier für 200 Euro und bei 5 Terabyte, da musst du ca. 280 Euro einkalkulieren. Wichtig ist noch zu sagen, dass du im Bezug auf die Thunderbolt 3 hier noch einen Adapter bestellen musst, der dich auch noch mal ca. 45 Euro kostet. Habt ihr noch gute Ideen und Tipps zu diesem Thema, dann lasst es auch andere wissen und schreibt sie einfach hier in meine Kommentare rein. Und wenn du noch mehr Infos zum Beispiel zum Mac Mini haben möchtest, dann schau einfach mal auf meinem Kanal vorbei. Hier bekommst du weitere Videos zum Beispiel zum Mac Mini M1. Alle Produkte nochmal zum Nachlesen in meiner Videobeschreibung und ich hoffe, ich konnte euch etwas weiterhelfen und lasst mir sehr gerne einen Kommentar, ein Like oder ein Abo da und wenn ihr Lust, Zeit und Laune habt, dann gerne bis zum nächsten Video für heute. Da sage ich erstmal Tschüss, Bye Bye und Winke, Winke.